Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Mad Max. Wir gehen hierhin. Ja, ich habe vor, dieses kleine Ländchen jetzt hier zu befreien. Da sind noch zwei Lager, das bedeutet eine Menge Schrottlieferung für uns. Wir fangen mit dem an, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, auch das Effektivste, was man haben kann, die Lager, die für einen arbeiten. Um sich die Verbesserung zu holen. Und danach schauen wir mal nach, wo uns unsere Missionen als nächstes so hinführen. Ja, also ich habe die ganzen kleinen Nebenmissionen mal gemacht, bin da mal so durchgefahren. War jetzt nicht so viel, waren ein paar sehr interessante Orte, hätte ich fast gesagt, ein paar schön dekorierte. Aber im Großen und Ganzen zwei Leuten aufs Maul hauen, zweimal Schrott einsammeln und weiter geht's. So, den Enterhaken haben wir. Upsa. Vielleicht sollte ich auch das Ding nicht immer gleich wieder abmachen. Ich habe zweimal gedrückt die ganze Zeit. War jetzt nicht so clever. Ja, mehr als genug. Oh, wir haben neue Klamotte an. Die hat uns anscheinend irgendeinen Tipp gegeben. Ich weiß leider nur nicht, was für einen. War ein Geheimtipp. Nicht für uns gedacht, sondern nur für Mad Max. Mach mal die Tore auf hier. Dann halten wir Vollgas in die Richtung. Das geht doch hoch. Was sag ich denn? So, schauen wir uns da drin ein bisschen um. Wir sind aufmunitioniert, wir sind heile. Ein bisschen Wasserknappheit haben wir, aber das macht ja nichts. So. Sind auch ein bisschen stärker als vorher. Da, den machen wir direkt mit dem Messer fertig und den Rest hier, der ist ziemlich schwach. Aber doch nicht, wenn ich wütend bin, mein Kleiner.
Oh Mist, das war falsch. Löschen. Ah, ich denke mal, jetzt gibt also solche Lager werden wir jetzt recht schnell auseinandernehmen können. Was heißt schnell? Naja. Man muss sich hier zwar auch durchfighten, aber ich denke, wir sind ein bisschen stärker als die Gegner, die hier so rumlungern. Links ist noch Schrott. Wie viel haben wir denn hier? 7 Teile Schrott. Und 3 Insignien. Ach, wieder fallen gelassen. Das nervt ein bisschen. Dann ist auf jeden Fall Schrott, aber ich will ja erstmal hier oben alles absuchen. Hier ist ein bisschen Wasser. Nehmen wir mit, vielleicht haben wir ja doch noch Probleme, aber ich bezweifle es sehr, sehr stark. Nur schon Munition. Hohoho. Sobald man die halt loslässt quasi. Entwaffnung! Richtig sick. Genau im richtigen Moment gedrückt und den Gegner entwaffnet. So, wir trinken erstmal ein Schlückchen. Okay. So. Wo ist die Insignie? Hier muss doch ungefähr eine sein. Seht ihr? Schön, da wäre was zu essen gewesen. Hm. Ist immer so, oder? Sobald ich was trinke, direkt danach finde ich eine Dose Hundefutter. Immer. Komm, kämpfen wir mal mit dem Speer. Total verworren hier. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. ...70% mehr Wasser. Da unten muss ich hin. Da könnte ich quasi hier runter. Ein Relikt. Bekanntmachung. Das spontane Auftreffen von Auftreten von Fieber und heftigen Erbrechen
Von klaren Flüssigkeiten bei Säuglingen ist ein Anzeichen dafür, dass das Kind infiziert sein könnte. Bringen Sie das Kind und alle, die Kontakt mit dem Kind hatten, sofort zur Quarantäne. Like a body, every organ just shut down. Until the world was dead. Fieser Scheiße. Seuchen. Ich breche noch mal ins Essen mit dir, ne? Wieso machst du das? Du kannst doch da mit Speer hochgehen, das wissen wir alle. Hier ist nichts. Aha. Auf zur Insignie. Er hat schon wieder das Geld. Der will mich verarschen. Hundertprozentig. Jetzt darfst du es fallen lassen. Um das Ding zu spielen. So. Eingenommen. Ein Insignie fehlt und ein bisschen Schrott fehlt auch noch. Aber das Relikt haben wir wenigstens gefunden. Ein Insignie, dreimal Schrott, aber ne? Ey, bis ich den Kappes hier gefunden habe. Ach Mensch, das. Auf drei gesunken. Da oben ist die Insignie, die uns fehlt. So, vielleicht ist hier auch noch ein bisschen Schrott, aber ich. Dreimal Schrott soll hier auch rumliegen. Ich glaube ja eher nicht. Zweimal könnte ich mir noch vorstellen, aber dreimal. Ist aber auch wirklich einmal immer im Kreis aufgebaut, ne? Egal wie. Finde ich gut. Hier sind sie fleißig am Arbeiten. So. Auf dem Weg dahin machen wir das. Ja, machen wir den Rest hier. Sniper, zwei Vogelscheuchen. Liegt ja quasi auf dem Weg zur nächsten Feste. Um dahin zu kommen. Was soll das? Hui, er kann fliegen. Glücklicherweise haben wir ja den massivsten Haken ever. Ja, warte, machen wir gleich. What the fuck? No more long, girl. Zoom in. Und falsche Taste. Wir tauschen wieder. Du gehst nach hinten. Halt dich fest, mein Freund. Wir ziehen von dannen. Das ist kurz die letzte Folge. Glücklicherweise bekommen. Was machst du denn? Warum kannst du denn nicht in der Luft schießen? Na, mal gucken, ob wir da irgendwie anders hochkommen. Wahrscheinlich von hinten. Da, wo die Straße eingezeichnet ist, könnte der Weg sein.
sehr geil. Wir gucken mal ganz kurz in die Werkstatt. Alles neu. Zieht's euch rein. 600. Der wird angebaut. Stoßstange. Was mir letztes Mal nicht eingefallen ist. Beschleunigung auf 80%. Den brauchen wir nicht. Mhm. Weil da haben wir quasi schon den besseren. Aber hier. Oh, 300. Nehmen wir. Oh, 3800. So, und direkt zur nächsten Feste. Ich sehe den Qualm, ich weiß, wo ich hin muss. Lord Scrotus Puppy Camps still plague these lands. Kann sein, dass ich die schon ausgeschaltet habe? Ich glaube. Da bin ich mal. Irgendwie bin ich hier dran vorbeigekommen und die haben auf mich gezielt. Glaube ich, als ich die Dinger gemacht habe. Die. Nee, kann ja nicht sein. Das war auf einer anderen Ecke. Alles tut die. Komm, mach heile die Karre. ZZ. Alles klar. Ein Gleichgewicht hat er, ne? Das muss man ihm mal lassen. Wir sehen uns nicht kommen, erst wenn es zu spät ist. Da ist auch schon. Na, sowas nicht gedacht. Du sollst eigentlich den Container da oben. Scheint ein recht kleines Lager zu sein. So. But just go. I need to polish some parts. Ich habe eigentlich genau geblockt. Ohne Exekution und Genick gebrochen. Als ob du eine Chance hättest, ey. Ich im Wutmodus. Noch wer? Gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Was gibt's denn hier so? 10-mal Schrott, das schreit doch nach einer unterirdischen Basis. Och, nee. Hey, don't touch that thing! Ah, we got company! Ah, stop this shit! Zack! In die Fresse, Junge! Da sieht er kein Licht. Hier gibt's ein bisschen Dinkidi. Gibt's hier eigentlich auch mal irgendwie, Kanister, genau. Oh, sehr gut.
1 von 11. Nein. Mist. Ich dachte, ich hätte die Waffe in der Hand. Danke, jetzt hat er's. Zweimal Schrott. Hängt an dem Kran was dran? Oh shit. Wir gucken uns erstmal hier um. Da ist eine Karre für mich. Schädelspalter. Krumm, krumm, krumm. Selbstständige Reifen. Sehr geil. Den bringen wir dann auch direkt nach Hause. Das sind wahrscheinlich die Reifen. Auf jeden. Hier müssen wir nachher runterspringen. Das kriegen wir hin. So, wartet. Ich brauche dich. Ich brauche dich. So, 4 von 11. Mann, 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 ey. Ist hier viel. Aha. Ein Augenblick. Hier haben wir noch was. Kannst du schon mal anzünden. Fünfer. Da drüben ist auch noch was. Nehme ich mir den hier auch noch mal mit und gehe da runter. Da oben ist noch eine Insignie. Skadoosh Nummer 6. Mehr als die Hälfte haben wir. Jetzt mach doch mal. Komm, was ist denn heute wieder los mit dir, Jungen? Naja gut, heißt nicht umsonst Mad Max. Hm? So, hier oben haben wir alles. Jetzt gehen wir da hinten mal den Steg runter. Und suchen den Rest. Ich vermute in einer Höhle. Oder auch nicht. The Drunken Sailor. This was you want. Come and get it. Ach mein Junge, was ist denn mit dir los? Also doch in einer Höhle. Die Viecher können gar nichts. Zwei Schläge ist Feierabend mit den Herrschaften. Wo bist du? Da bist du. Sidestep und dann in der Luft in die Fresse. Ich finde den Move so geil. Mach mal die Tore auf hier. Chef ist da. Alter, diese Basen sind aber manchmal auch riesig. Zieht's euch rein, was die da draus gemacht haben. Nee, warte. Erst gehen wir hier lang. Okay. Es scheint sicher zu sein.
Hier war bestimmt ein Ingenieur am Werke. Ich frage mich immer noch, warum man da nicht einfach dran dreht, aber... Wer bin ich schon, dass ich mich da... Dass ich da was sage. Ist da jetzt eine Kurbel dran? Nein, er muss da drauf rumpreschen. So. So. Insignia da drüben. Da kommen wir anscheinend noch hin. Jetzt sollte man, glaube ich, nicht runterfallen. Boah. Wie verschachtelt der ganze Kappes ist, ne? Und zum Schluss rutschte wir am irgendein Seil runter und... Todesläufer. Und die Waffe steht hier so rum. Sprichwörtlich. Bombenstimmung! 8 von 11. Wo ist der Schrott? Oder ist es nur die Insignie? Nein, ich futter die immer noch nicht. Ach so, ich kann die Maden essen, die da drin sind. Okay. Da sind sie dann nochmal drum rumgekommen, ja, um den Kannibalismusfaktor. Er isst ja jetzt nicht den Körper, sondern nur die Maden, die da drin wandern. Ist klar. Wo ich ja natürlich noch sagen muss... So ein roher Körper ist vielleicht nicht so gesund. Da. What? Ach, da. Wusste, ich hatte ja irgendwo gerade welche gesehen. Und da fehlt uns nur noch einer. What the hell? Die letzte Insignie. Relikte oder sowas? Ölbrunnenteil. Wo kann der denn sein? Da haben wir ihn. Schön. Für... Ah, Gutcash. Okay. Also immer freies Benzin für uns. Ach nee, das war gar nicht der letzte Container. Wo ist der denn jetzt? Wo ist der letzte Container? Wenn der nicht hier ist, wo ist der dann? Also auf der Karte ist er hinter uns. Was ja nicht unbedingt was heißt. Ich bin an einem vorbeigelaufen, ne? Müssen wir nochmal zurück. Hilft ja alles nichts. Shit, wo kann der sein? Hm. Über uns? Ist ein bisschen ungenau, die Karte. Kann genauso gut sein, dass er oben auf dem Plateau noch ist. Wo bist du?
Ach Mensch. Habe ich die olle Leiter da nicht runtergeklappt. Wie gesagt, kann halt auch sein, dass wir hier oben einen übersehen haben. Das ist halt von der Karte aus nicht ersichtlich. Vielleicht hängt da noch irgendwo an irgendeinem Kran oder so. Sieht aber nicht danach aus. Ist da wirklich da unten drin? Mist. Dachte hier vielleicht an so einen Kran, aber ist nicht. Nee, ist nur das Auto. Das hätte ich jetzt auch wieder vergessen. Ah, das ist so eine Suchmission. Ah. Eklig. Ich bin mir sicher, ihr habt die schon längst wieder gesehen. Lalali. Nur ich wieder nicht. Da ging es jetzt auch nicht hoch, oder? Nee. Müssen wir uns hier echt noch mal richtig umschauen. Sieht es hier drüben aus? Da muss auch nicht gesagt, dass die Karte perfekt ist. Hier wurden auch beide zerstört. Ich spreche ins Essen, ne? Scheitert hier die Mission an einem so ein Ding. Erstmal die Leiter runterklappen und dann schauen wir mal weiter. Ist hier drüben vielleicht noch was drin? Ne, hier ist nur Made und Insignie gewesen. Also langsam war ich aber überall zweimal, oder? Nein. Da unten nein. Tja, maybe steppert.
oben war das doch auf keinen Fall. Ungefähr hier. Wie kommt man denn dahin? Hier rüber bestimmt nicht. Da drüben ist eine Leiter. Interessant. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg nach unten. Springt aber auch echt wie ein Fels. Also auf der anderen Seite war man auf jeden Fall zu tief, als dass er darüber springen könnte. Und es bleibt immer noch der eine. Funktionieren. Da drüben ist eine Scheißbrücke, zu der ich irgendwie nicht hinkomme. Gibt es vielleicht wirklich zwei Wege hier runter? Ich bin mies verwirrt. So Leute, ich suche jetzt ein bisschen weiter ohne euch. Macht es erstmal gut. Wir sehen uns danach in der Festung von Good Girls wieder.
Und dann habe ich auch das Auto dahin gebracht. Macht es gut, bis dahin, euer Midnight. Ciao.